Hallo zusammen an der Katzern mit dem Verband. Merkt ihr, dass ich hier ein Tierarztfahrzeug habe? Und hier drin ist eine Zimmermann-Apotheke und diese kühlt nicht. Sie hat zu wenig Kältemittel, sie lief wirklich und hat nicht gekühlt. Und wir haben die bekommen und haben jetzt hier die neue reingemacht. Jetzt wird es auch kalt. Weil diese Zimmermann-Apotheke, die hat hier keinen Messanschluss. Ich kann also nicht füllen und das Teil ist Garantie. Also ich lasse die Finger davon vom Füllen. Das kommt hier auf dieser schönen Palette an. Aber die Löcher vom alten zum neuen Blech sind nicht gleich. Eben die Löcher stimmen nicht ganz überein. Das neue Aggregat ist jetzt drin. Ursprünglich war drin R600A. Und wir haben jetzt hier einen Rückschritt gemacht. R134A. Also das alte Kältemittel ist jetzt hier drin. Und die Leitung soll genau gebogen sein, weil das kann man nicht. Aber leider passt sie hier ja auch nicht. Also das heißt, sie ist nicht richtig gebogen. Gut, wir kriegen das hin, das ist kein Thema. Dann hier ist der Verdampfer drin. Das ist typisch Zimmermann. Vier Schrauben würden genügen, aber hier hat es auf jeder Seite schon vier Schrauben. Findet hier auf der anderen Seite der Kompressor. Lief jetzt original auf 2000 Umdrehungen. Wir haben den jetzt einen Widerstand eingebaut, dass er dann auf 3300 läuft. Aber jetzt schauen wir uns hier die Zuleitung an. Das ist die Zuleitung. Und das ist hier, ist das 1,5 Quadrat? Dann ist das mal, ich sag mal, ziemlich lang. Das hat es hier mal 2 Meter Kabel zu viel. Dann geht es hier rein, hier runter. Und hier unten sitzt die Zusatzbatterie. Hier geht ein Kabel weg auf den Wechselrichter. Die Verbratung lässt zu wünschen übrig. Und hier der Minuspol. Ja, ich sag mal, anschrauben wäre eine gute Voraussetzung, dass das auch hält. Die Batterie ist jetzt schon die zweite innerhalb von 3 Monaten. Die wird wahrscheinlich auch nicht der Brüller sein, denke ich. Und jetzt geht's los. Das Auto ist ein VW Caddy. Aber der hat ja so eine intelligente Lichtmaschine, die nicht lädt und lädt. Also die Batterie wird gar nie geladen, die wird sogar entladen. Und dann, wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Also ich kann hier mit der Technik, was hier eingebaut wurde, das nicht betreiben. Hier muss ein Ladebooster rein, dass ich die Batterie, wenn der Motor läuft, geladen wird. Weil jetzt ist es so, die Frau oder Herr Doktor, der hier rumfährt, der lädt das Auto nachts an der Steckdose, dann sind die Batterie voll. In dem Moment, wo ein Trennrolle aufmacht, ja sorry, dann ist nichts mehr mit geladener Batterie, dann wird nämlich der Strom in die vordere Batterie transportiert und dann kühlt es auch nicht. Also hier muss ein Ladebooster rein, sonst geht das auf lange Frist nicht, weil dann hat die Kühlmaschine zu wenig Strom. Wir haben jetzt hier das Aggregat ersetzt, ist noch offen, es wird noch zusammengeschraubt. Hier sehen wir das Auto von hinten, das ist da eben gekühlt, da hat keine Ahnung was drin, aber... Und hier habe ich die Temperatur gestartet, sind wir jetzt mit 19 Grad. Jetzt haben wir 11, also es kühlt runter, klar, braucht es jetzt einen Moment, bis die Schublade ist voll, fertig auf Temperatur ist.
Wichtig ist, dicke Kabel, dicke Stromleitungen und wir messen jetzt die Batterie, ob die wirklich so ist, wie es sein soll. Ja, und ich wünsche euch einen schönen Tag.